Hallo, liebe Gemeinde. Ich hoffe, Sie haben eine gute Atmosphäre in dieser Adventszeit um sich herum und Sie sind nicht allzu sehr gestresst in dieser besonderen Zeit des Jahres. Ich hoffe, Sie haben eine gute Zeit, denn Weihnachten steht vor der Tür. An Weihnachten haben Sie die wundervolle Möglichkeit, Menschen durch Ihre Worte zu segnen. Sie haben allerdings auch die Möglichkeit, sich das eigene Leben schwerer zu machen, wenn Sie etwas zu jemandem sagen, das Sie später bereuen, oder wenn Sie etwas über sich selbst sagen, das Sie bereuen werden. Deshalb möchte ich heute über die Macht der Worte sprechen, wie es schon in der Weihnachtsgeschichte von Lukas berichtet wird. Die Macht der Worte in unserer heutigen Welt ist unglaublich. Worte werden verwendet, um etwas zu schaffen. Worte werden gebraucht, um etwas zu zerstören. Auf diese Art und Weise wurde die Crystal Cathedral gebaut, denn jemand sagte, wir sollten eine Cathedral bauen. Das waren mein Großvater und seine Freunde. Alles, was Sie hier sehen, ist durch Worte entstanden. Worte haben die Macht, Menschen aufzubauen oder zu zerstören. Besonders bei jungen Menschen haben Worte eine unglaubliche Wirkung darauf, wie sich ihr Leben entwickelt und gestaltet. Viele von uns wurden durch Worte tief verletzt, die uns jemand gesagt hat. Worte haben eine unglaubliche Kraft und Macht, vor allem wenn sie Glauben und Angst betreffen. Darum wird es im heutigen Gottesdienst gehen. Darum, wie Glaube und Angst mit Worten zusammenhängen, und damit, was sie über sich selbst sagen und womit sie leben müssen. Es betrifft ihr Leben. Es gibt zwei wundervolle Geschichten. Die erste betrifft Zacharias und die zweite Maria. Beiden wurde verkündet, dass sie Kinder bekommen werden. Zacharias wurde gesagt, dass er der Vater von Johannes dem Täufer werden würde. Der Vater von Johannes dem Täufer. Zacharias war ein alter Mann, als Johannes geboren wurde. Er war ein Priester aus der Priesterklasse Abia. Er tat Dienst im Tempel. Sie müssen sich vorstellen, dass er schon seit vielen Jahren Priester war. Das ist eine erstaunliche Sache. Der Tempel war in der damaligen Zeit von Herodes ausgebaut worden. Tausende von Priestern waren dort, um Opfer zu bringen und andere heilige Handlungen durchzuführen. Es wurde immer ein Priester aus einer Priesterklasse durch das Los bestimmt, um das Opfer im Tempel zu bringen. Zacharias hat auf diesen Tag gewartet, an dem er endlich ein Opfer im Tempel bringen konnte. Viele Priester hatten niemals die Chance, den Weihrauch zu entzünden oder das Opfer darzubringen, denn die Chance, dafür ausgelost zu werden, lag bei ungefähr 1 zu 20.000. Es war sehr unwahrscheinlich, dass ein Priester jemals die Chance bekam, den Weihrauch zu entzünden und ein Opfer zu bringen. Zacharias wurde ausgewählt, um in das Tempelheiligtum zu gehen und ein Rauchopfer zu bringen. So können Sie sich es vorstellen. Zacharias saß dort, wie an jedem anderen Tag auch, und plötzlich wurde sein Name genannt. Zacharias, du bist derjenige, der dem Herrn ein Opfer bringen wird und die Gebete sprechen wird. Zacharias zog sich sein Priestergewand an und bereitete sich auf den Dienst vor. Er ging zum Tempel, dem Allerheiligsten. Im Tempel hörte er viele Dinge. Manche Menschen sangen, andere spielten auf Hörnern. Es war sehr laut von Tausenden von Menschen, die dort waren und ihre Aufmerksamkeit auf Zacharias und das Ritual richteten, an dem er teilnahm. Er ging alleine in das Allerheiligste. Er ging in den kleinen Raum und jeder erwartete, dass etwas Großartiges passieren würde. Dieses Ritual wurde täglich durchgeführt, aber für ihn war es ein einmaliges spirituelles, religiöses Erlebnis, an dem er Anteil hatte. Er ging in den Raum und der Engel Gabriel erschien ihm in all seiner Pracht. Ein helles Licht erstrahlte und der Engel erzählte Zacharias etwas Wundervolles. Er sagte, Zacharias, du wirst mit deiner Frau Elisabeth ein Kind bekommen. Er wird ein großer Prophet sein und den Messias ankündigen. Es war eine wundervolle Botschaft, die der Engel Zacharias mitgeteilt hat. Eine fantastische Erfahrung. Es gab keinen Grund zu leugnen, dass das ein Engel war, der im Haus Gottes erschienen ist, inmitten des heiligsten Ortes, den es geben konnte. Es gab keinen Grund, warum er zweifeln sollte. Zacharias fragte, wie soll das geschehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Zacharias spricht Worte des Zweifels aus. Zacharias hat die Ankündigung des Engels zurückgewiesen und bezweifelte, dass ihm das widerfahren könnte. Er sagte, ich bin alt und meine Frau ist alt.
Wie lächerlich ist es, in dieser Situation so etwas zu denken? Er erlebt eine unglaubliche spirituelle Erfahrung, die die meisten Menschen niemals erleben werden. Und er sagt, meine Frau und ich sind zu alt. Ich glaube einfach nicht, dass es jemals passieren wird. Er spricht diese Worte des Zweifels aus. Und wie reagiert der Engel darauf? Er tut Zacharias einen großen Gefallen. Er nimmt ihm die Fähigkeit zu sprechen. Er macht Zacharias stumm. Er schließt seinen Mund und sagt, Zacharias, du wirst nicht mehr sprechen können, bis dein Sohn geboren ist. Warum tut der Engel Zacharias das an? Könnte Elisabeth nicht einfach das Baby bekommen? Macht das einen Unterschied, was Zacharias darüber denkt? Warum ist der Engel überhaupt zuerst zu Zacharias gekommen? Es gibt hier das Element des Glaubens, das mit den Worten Zacharias und der Fähigkeit Elisabeths, den Segen Gottes zu empfangen, in Zusammenhang steht. Offensichtlich stören diese Worte den Engel Gabriel und deshalb spielt es auch eine Rolle für Gott, dass Zacharias keine Worte des Zweifels und der Angst ausspricht und Elisabeth damit beeinflusst. Sie soll das Geschenk Gottes austragen, denn das entspricht Gottes großem Plan. Dies zeigt mir, dass in Gottes Sicht Worte und Angst sowie Worte und Glaube in direktem Zusammenhang stehen. So oft geht es uns so wie Zacharias. Gott sagt uns etwas Großartiges. Gott möchte etwas Großartiges in unserem Leben tun und wir denken manchmal, das ist doch unmöglich. Wir tun es fast automatisch und unsere erste Reaktion ist, dass wir mit Worten des Zweifels und der Angst reagieren. Wir reagieren mit Zweifel und Angst immer und immer wieder. Gott möchte nicht, dass wir so reagieren. Die zweite Geschichte ist dieser Geschichte sehr ähnlich. Sie wird in der Bibel direkt im Anschluss an die Geschichte von Zacharias erzählt, dem Vater von Johannes dem Täufer. Es ist die Geschichte von Maria. Ein Engel kommt zu Maria und sagt ihr, dass sie ein Baby bekommen wird. Maria ist jedoch zu dem Zeitpunkt in keiner großartigen spirituellen, religiösen Umgebung. Maria ist vollkommen allein. Sie wollte auch sehr wahrscheinlich noch überhaupt kein Kind haben. Maria war verlobt. Und Sie wissen, wie Frauen sind, wenn sie verlobt sind. Sie sind begeistert und aufgeregt. Sie wird einen Ehemann haben und ein neues Leben beginnen. Sie ist noch ein Teenager, vielleicht 13, 14 oder 15 Jahre alt. Noch sehr jung. Sie war fast noch ein Kind und sie war noch Jungfrau. Sie hatte noch nie mit einem Mann geschlafen. Dann erscheint plötzlich ein Engel und sagt zu ihr, einer verlobten Jungfrau, du wirst als Jungfrau schwanger werden und den Messias zur Welt bringen. In der damaligen Zeit war die Vorstellung, unverheiratet mit einem Mann zu schlafen, einfach schrecklich. Jetzt sollte sie sogar den Beweis für ihre Treulosigkeit mit sich herumtragen. Ihre Verlobung wäre in Gefahr. Ihr Leben wäre in Gefahr, denn sie war noch ein Teenager. Und damals durften Teenager nicht schwanger werden. Und es war auch ungerecht, denn sie war immer noch eine Jungfrau, selbst als sie mit Jesus schwanger war. Maria hatte allen Grund daran zu zweifeln, denn Jungfrauen werden nicht einfach schwanger. Sie hätte auch allen Grund, es nicht zu wollen. Denn sie konnte nicht sicher sein, ob Josef bei ihr bleiben würde, ob die Gesellschaft sie verurteilen würde und ob die Menschen schreckliche Dinge zu ihr sagen würden. Und wie hat Maria reagiert? Mit Frustration, mit Zorn, mit Zweifeln? Nein, mit keinem dieser Dinge. Sie hat nicht wie Zacharias reagiert. Sie sagte, ich bin die Dienerin meines Herrn. Es geschehe, wie du es gesagt hast. Dann empfängt sie dieses Geschenk von Gott. Für viele in der damaligen Zeit wäre es eher ein Fluch gewesen, aber Maria empfängt das Baby als Geschenk. Sie empfängt dieses Geschenk nicht nur im Gehorsam und den Worten, ja Gott, ich empfange dein Geschenk in meinem Leben, sondern sie singt Gott sogar ein Loblied, das sogenannte Magnificat. Darin lobt sie den Namen des Herrn und preist seinen heiligen Namen. Sie sagt in diesem Lobgesang wunderbare Dinge, wie in einem Gedicht oder einem Psalm. Sie beginnt das Baby, das Gott ihr gegeben hat, mit ihren Worten zu segnen. Sie nimmt es aus Gottes Hand an. Sie dankt dem Herrn, dass sie auserwählt wurde, um eine so besondere Person in unser Leben zu bringen. Der Autor des Lukas-Evangeliums möchte, dass wir die Geschichte von Zacharias und Maria miteinander vergleichen. Zacharias sollte begeistert sein, äußert aber Zweifel und Unglauben. Maria dagegen sollte eigentlich enttäuscht sein, verwendet aber Worte des Glaubens. Welche Auswirkungen haben unsere Worte auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und Einfluss auf die Welt nehmen?
Wir müssen aufhören, wie Zacharias zu sein, der Worte des Zweifels verwendet und sehr negativ ist, wenn Gott uns segnen möchte. Wir müssen wie Maria werden, die Worte der Güte und Liebe ausspricht, wenn Gott uns ein Geschenk oder sonst etwas Großartiges schenkt. Glaube und Furcht sind komplett gegensätzlich zueinander. Sie haben auf ihre Art dieselben Auswirkungen, auch wenn sie gegensätzlich sind. Glaube öffnet die Türen für Gottes Segen, Gnade und Liebe. Wenn Sie Glauben haben, werden immer bessere Dinge in Ihrem Leben geschehen, denn Gott segnet Sie. Wenn Sie allerdings in Furcht leben, dann werden die Türen geschlossen. Furcht, wie sie Zacharias hatte, verschließt oft die Türen für gute Dinge, die Sie sonst in Ihrem Leben hätten. Sehr oft denken wir, dass Glaube und Furcht sehr viel mit unseren Gefühlen zu tun hat und nicht so sehr mit unseren Worten. Wissen Sie, jedes Mal, wenn Sie in der Bibel ein Beispiel von Glaube oder Furcht lesen, dann wird es fast immer nicht mit den Gefühlen der Menschen verbunden, sondern mit dem, was sie sagen. Denken Sie mal drüber nach. Die Bibel stellt einen Zusammenhang von Glaube und Furcht nicht mit den Gefühlen der Menschen her, sondern mit dem, was Menschen sagen. Ich möchte Ihnen einige Beispiele geben. Nur an zwei Stellen in den Evangelien wird darüber berichtet, dass Jesus sagt, dass er vom großen Glauben eines Menschen beeindruckt ist. Jesus ist umhergereist und hat darüber gelehrt, wie wichtig der Glaube ist. Der Glaube kann Berge versetzen, der Glaube kann alle möglichen wunderbaren Dinge tun. Er sagt jedoch oft, oh, ihr Kleingläubigen. Er nennt sie Kleingläubige. Es scheint so, als hätte er das Wort erfunden. Man liest fast nie darüber, dass Jesus jemandem sagt, dass er großen Glauben hätte, außer an zwei Stellen. Der erste Bericht handelt von einer Kanaaniterin. Jesus sagt ihr, dass sie nicht am Tisch Israels essen kann. Sie antwortet daraufhin, essen nicht auch die Hunde das Essen, das vom Tisch fällt? Das ist sehr demütigend, so etwas zu Jesus zu sagen. Jesus segnet sie daraufhin, heilt ihre Tochter und sagt, diese Frau hat großen Glauben. Warum? Wegen dem, was sie gesagt hat. Der zweite Bericht, in dem Jesus zu jemandem sagt, dass er großen Glauben hätte, handelt von einem römischen Hauptmann. Er sagte zu Jesus, alles, was du tun musst, ist ein Wort zu sprechen. Sag ein Wort und ich weiß, dass mein Diener geheilt werden wird. Jesus antwortet, aufgrund dessen, was dieser Mann gesagt hat, hat er großen Glauben. Einen größeren Glauben als sonst jemand in Israel. In beiden Fällen, in denen Jesus den großen Glauben herausgestellt hatte, war es nicht wirklich etwas, was sie taten, sondern wie sie Jesus geantwortet haben. Das Gegenteil ist auch wahr. Zum Beispiel bei Petrus. Als Jesus Petrus erzählt, dass er ans Kreuz gehen muss, um sein Leben für die Welt zu geben, sagt Petrus, niemals, Herr, niemals, das soll dir niemals geschehen. Und Jesus antwortet mit diesen bekannten Worten, geh weg von mir, Satan. Jesus scheint die Worte des Zweifels und der Furcht, die Petrus zu ihm sagt, wirklich zu hassen. In dem Moment sieht er Petrus, einen seiner engsten Freunde und Verbündeten, einen seiner ältesten Jünger, als einen Feind. Geh weg von mir. Eine weitere Geschichte beschreibt, wie Jesus versucht hat, ein Mädchen zu heilen. Die Menschen um ihn herum haben gelacht, sich lustig über ihn gemacht und alles angezweifelt, was Jesus gesagt hat. Er forderte sie alle auf, den Raum zu verlassen, wegen ihrer Furcht. Verstehen Sie, die Furcht, die sie hatten, war keine Emotion, sondern es betraf das, was sie sagten. Es gibt eine Geschichte nach der anderen. Mose, der zum Stein redete und Wasser kam heraus. Die Liste geht noch weiter. Worte sind wirklich ein Ausdruck von Glaube und Angst in unserem Leben. Worte der Angst und des Zweifels verschließen Türen in unserem Leben. Worte des Glaubens öffnen Türen und neue Möglichkeiten entstehen. Man schafft dadurch Raum, damit Gott unglaubliche Dinge in unserem Leben verwirklichen kann. Deshalb sollten wir unsere Worte als sehr wertvoll erachten und sie schätzen. Worte sind wichtig. Sie sollten bewusst ausgesprochen werden. Sie sollten erkennen, welche Macht ihre Worte haben können. Wie gehen Sie mit Ihren Worten um? Sind Sie mehr wie Maria? Wenn Gott Sie segnen will, nehmen Sie es an und sind dankbar dafür. Sie freuen sich, segnen es und beten dafür. Oder sind Sie mehr wie Zacharias? Gott wollte etwas Großes in Ihrem Leben tun und Sie haben es durch Ihre Worte abgelehnt. Sie haben Worte des Zweifels verwendet. Oder wenn Sie Gott im Leben eines anderen wirken sehen, entmutigen Sie die Person und machen Sie sie fertig? Sind Sie herablassend? Welchen Typ entsprechen Sie mehr? Die meisten von uns werden sich irgendwo zwischen Maria und Zacharias wiederfinden. Aber zu wem tendieren Sie mehr? Das ist gut zu wissen. Ein Jünger Jesu zu sein, bedeutet nach dem Apostel Jakobus, seine Zunge unter Kontrolle zu haben.
Er schreibt in seinem Brief, dass jeder, der seine Zunge bändigen kann, ein perfektes Leben führen wird. Nach Ansicht von Jakobus, und das ist auch eine sehr jüdische Weltsicht, beginnt Jüngerschaft und die Nachfolge von Jesus Christus sowie ein gottgefälliges Leben damit, dass wir unsere Zunge unter Kontrolle haben. Ich behaupte, um ein ernsthafter Jünger Jesu zu sein, um Christus nachzufolgen und in seinem Königreich zu leben und um ihm ähnlicher zu werden, müssen wir mit unserer Zunge beginnen. Das gilt für einige von uns, vor allem, wenn sie so sind wie Zacharias. Ich habe das auch schon erlebt. Vielen von uns geht es so, wenn wir ohne nachzudenken schlimme Dinge sagen und Zweifel äußern. Wir geben Worte der Furcht und des Zweifels weiter. Unsere Zunge, unsere Worte müssen erneuert und getauft werden. Auf dem Gelände der Crystal Cathedral gibt es ein Wasserbecken, auf dem Jesus auf dem Wasser geht. Es ist eine Statue. Vor allem die jungen Leute möchten, wenn ich sie taufe, nicht nur mit Wasser besprengt werden, sondern vollständig untergetaucht werden. In diesem Wasserbecken führen wir unsere Taufen durch. Die Taufe ist ein Symbol, dass man den alten Weg entsagt und etwas Neues entsteht. Der ganze Körper ist unter Wasser und heraus kommt etwas Neues. Ein neuer Körper ist entstanden, der im Königreich Gottes lebt und die Dinge anders angeht. Liebe deine Feinde, lobe und preise deinen Gott. Ich denke oft daran, wenn sich Menschen taufen lassen, ist ihr Mund geschlossen. Aber eigentlich sollte die Zunge zuerst getauft werden, bevor der ganze Körper drankommt. Ich möchte alle herausfordern, die schon im Namen von Jesus Christus getauft wurden, symbolisch ihre Zunge noch einmal zu taufen. Sie können es tun, indem sie ein Glas Wasser trinken. Nein, ich mache nur Spaß. Aber die Zunge zu taufen bedeutet, das Alte hinter sich und sterben zu lassen. Die Art und Weise, wie sie ihre Zunge taufen können, ist, indem sie das Alte hinter sich lassen und in dem neuen Abschnitt ihres Lebens die Stille üben. Menschen denken oft, okay, ich werde ein guter Mensch sein, ich werde einfach aufhören, Worte des Zweifels zu sprechen und nur noch gute Dinge sagen. Aber es beginnt eigentlich damit, dass sie jedes Mal, wenn sie jemanden entmutigen wollen oder Klatsch und Tratsch verbreiten wollen, wenn sie Worte der Furcht sprechen wollen, dass sie einfach nur still sind. Sie lassen die alten Worte zurück. Sie lassen die alten Worte sterben, indem sie aufhören, die schlechten Dinge zu sagen. Lassen Sie zu, dass Gott mit Ihnen das macht, was Gabriel mit Zacharias machte. Wenn Sie wissen, dass Sie noch keine Kontrolle über Ihre Zunge haben, dann seien Sie einfach still. Stille kommt aus einer Haltung der Gottesfurcht. Vertrauen Sie darauf, dass Gott das letzte Wort haben wird. Zu oft wollen wir es aussprechen, wenn Dinge offensichtlich schlecht laufen und uns auch sarkastisch darüber äußern. Aber es gibt keinen Grund, darauf hinzuweisen. Wenn es draußen heiß ist, dann brauchen Sie nicht zu sagen, draußen ist es heiß. Wenn die Dinge nicht gut laufen, dann sollten Sie nicht auch noch sagen, dass die Dinge nicht gut laufen. Sie sollten Stille üben. Aus dieser Stille, und das ist meine Hoffnung, entsteht eine Art, wie Sie Ihre Worte verwenden. Als ich auf Missionseinsätzen war, haben wir eine Regel eingeführt, die den Teenagern helfen sollte. Es waren sehr viele junge Menschen mit uns unterwegs. Die Teenager lieben es zu reden und sich alle möglichen Sachen an den Kopf zu werfen. Vor allem, wenn man auf Missionseinsatz ist, inmitten des Dschungels. Jeder ist hungrig und es ist heiß. Keiner fühlt sich gut und dann sagen Menschen Dinge, die sie hinterher bereuen. Eine Regel, die wir hatten, um den Teenagern beizubringen, gute Dinge übereinander zu sagen, war etwas, das wir 7-Up nannten. Wenn man mit jemandem unterwegs war, der anfing, sarkastische und negative Bemerkungen zu machen oder einen zu entmutigen, selbst wenn es nur aus Spaß war, dann konnte man die Hand heben und sagen, mein Freund, 7-Up. 7-Up bedeutet, dass der andere einem dann 7 Komplimente machen musste. Das war schwer, vor allem für die Jungs, denn Jungs lieben es, sich gegenseitig fertig zu machen. Wenn die Jungs beisammen standen und einer etwas Kritisches zu einem anderen sagte, dann hob dieser die Hand und sagte, hey, 7-Up. Dann musste der andere sagen, okay, Tom, du bist nett, sehr stark, gut aussehend, sportlich, athletisch und so weiter. Diese Regeln haben wir aufgestellt. Es ist unangenehm und schrecklich. Aber dadurch haben wir die Teenager darin trainiert, keine Worte der Entmutigung, des Sarkasmus und offensichtlich schlechte Dinge anzusprechen, sondern eher ein Segen an andere Menschen weiterzugeben. Selbst wenn sie es mit einem lachenden Gesicht getan haben oder ihre Augen verdreht haben, war es trotzdem eine sehr gute Übung für ihre Zunge. Die Umsetzung der 7-Up-Regel hat die Teenager darin ermutigt, anders zu sein. Es hat die Moral gehoben und die Lebensqualität verbessert in allem, was wir auf dem Missionseinsatz getan haben.
Wir erkannten, dass alles damit beginnt, was wir sagten. Der Glaube und Worte sind miteinander eng verbunden. Gott hat uns dazu berufen, Menschen zu sein, die andere segnen, die für andere beten, die Komplimente weitergeben und andere ermutigen. Ihre Worte haben eine unglaubliche Macht, dies zu tun. Selbst ihre Feinde interessiert es, was sie über sie sagen. Wussten sie das? Ihre Worte haben große Macht, mehr als sie sich vorstellen können. Es ist nicht nur eine Macht der Worte, sondern auch eine geistliche Macht. Wenn sie über ihr eigenes Leben Worte des Zweifels, der Furcht, des Zorns und der Entmutigung aussprechen, wenn sie Dinge sagen wie, ich bin dumm, ich bin doof, ich bin hässlich oder ich kann das nicht, dann beginnen sie die Tür für neue Möglichkeiten in ihrem Leben zu schließen. Wenn Gott ihnen etwas geben möchte, dann sollten sie es voller Dankbarkeit annehmen. Die Worte, die sie verwenden, sollten Worte des Lobs sein. Vielen Dank, Gott, ich bin dir sehr dankbar. Danke, dass du das alles für mich getan hast. Mit einer Zunge, die diese Worte gelernt hat, beginnen sie, andere Menschen zu segnen. Sie sagen, mein Freund, du bist ein wundervoller Mensch. Sie sind ermutigend, höflich, großzügig und sie sorgen sich um andere Menschen. Sie können das Leben anderer Menschen verändern, wenn sie Glauben durch Worte in deren Leben aussprechen. Lassen Sie uns zu Menschen werden, die nicht versuchen, andere mit unseren Worten zu beeindrucken, indem sie versuchen, ihr eigenes Ansehen zu vergrößern, sondern lassen Sie uns zu Menschen werden, die andere segnen, auf selbstlose Art und Weise. Erkennen Sie, dass die anderen Menschen geliebt werden sollten. Wir sollten sie als Gottes geliebte Kinder sehen. Wir sollten auch zulassen, dass die Worte Gottes zu uns durchdringen. Gott sagt uns, ich segne dich, ich liebe dich, ich kümmere mich um dich. Lassen Sie es zu, dass diese Worte sich in Ihrem Leben entfalten. Seien Sie dieses Jahr an Weihnachten nicht so wie Zacharias. Seien Sie wie Maria. Sie alle haben in der Adventszeit und Weihnachtszeit bei Ihren Treffen mit der Familie, Kollegen und Freunden die Möglichkeit, Klatsch und Tratsch zu verbreiten, schlimme Dinge über andere zu sagen oder Worte des Zweifels auszusprechen. Für diejenigen unter uns, die Verlust erlebt haben oder am Abgrund stehen, ist es so, dass sie nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Es ist einfach, Worte des Zweifels in dieser Situation zu verwenden und die Tür dafür zu schließen, wie Gott sie segnen und neue, wunderbare Dinge in ihr Leben bringen will. Tun Sie das nicht. Seien Sie ein Katalysator. Verändern Sie die Welt. Verwandeln Sie Klatsch und Tratsch in Segen. Segnen Sie Menschen, beten Sie für andere und geben Sie Gott die Ehre. Verändern Sie durch Ihre Zunge die Welt. Amen. Seien Sie ein solcher Mensch. Vater, wir kommen im Namen Jesu zu dir. Danke, dass du uns hierher gerufen hast. Wir geben dir unsere Worte. Bitte lass alles, was wir sagen, lebensspendend, gut und durch dich inspiriert sein. Gott, ich bitte dich, wenn du zu den Menschen hier redest, wenn du beginnst, sie zu segnen mit der Möglichkeit eines neuen Lebens, mit allen Begabungen, die sie haben und den Dingen, die du ihnen geben willst, dann lass sie diese nicht zurückweisen, sondern annehmen. Hilf uns, andere zu segnen und im Glauben zu leben. Im Namen Jesu beten wir. Amen.